Der Feind greift von Norden an, heißt Bosnien und will Estland einnehmen. Doch die NATO reagiert. 6000 Soldaten schlagen den Angreifer zurück. Soweit die fiktive Geschichte. Russland klagte im Vorfeld, das sei der Rückfall in Machtspiele des Kalten Krieges. Beim Manöver selbst dann mildere Worte. Wir kritisieren nichts. Wir schauen uns das Manöver nur an, so wie NATO-Beobachter sich unsere angeschaut haben. Und natürlich sagt uns unser Selbstverständnis, genauso wie das der NATO, dass Soldaten üben sollten. Der Präsident von Estland spielte den Ball an den mächtigen Nachbarn zurück. Die haben eine Angriffsübung mit 10-mal mehr Kräften gemacht als wir bei diesen seit 2 Jahren vorbereiteten Manövern. Vielleicht nutzt ihnen die Kritik zu Hause. I guess it's useful for domestic use or something. Für die baltischen Staaten und Polen stand das Militärmanöver schon lange auf der Wunschliste. Sie wollen damit durchaus ein Signal der Stärke in Richtung Kreml schicken. Wenn auch NATO-Generalsekretär Rasmussen recht zurückhaltend ist. Wir schicken der ganzen Welt die Botschaft, dass wir gewillt sind, unsere Partner zu verteidigen. Rein militärisch geht es bei Steadfast Jazz um die Übung der NATO-Feuerwehr der schnellen Einsatztruppe NRF. Diese erste Großübung nach 7 Jahren ist mehr als ein klassisches Militärmanöver. Gesteuert werden alle Truppen aus einem mobilen Hauptquartier in Lettland. Von dort versuchen die Soldaten, möglichst viel zu simulieren. Selbst die Berichterstattung in den Medien. Wenn wir nicht das Spektrum Fernsehen mit üben würden, dann würden wir etwas falsch machen. Ich glaube, es gibt keinen separierten Krieg mehr, kein Szenario. Es findet ja in einer ganz normalen Welt statt und Fernsehen ist immer dabei und deswegen müssen wir es üben. Die schnelle Reaktionstruppe NRF spielt künftig eine zentrale Rolle. Sie soll das Symbol für gemeinsame Handlungsfähigkeit der NATO-Länder sein.